Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich höre mich selbst. So ist besser. Eingelegt und angezockt. Ich bin der Thiago. Und wir spielen er ist schon super, oder? Ich würde sagen, er ist super. Mein Gott, ne, was ist denn los heute Morgen? Wenn das schon wieder so losgeht wie letztes Mal mit den Buntstiften, dann kriege ich hier aber ein Raster. So. Jetzt lass mich erstmal denken. Ne? Wir gehen in das Museum und hüpfen in die Röhre. So, also wir spielen natürlich Paper Mario The Origami King. Und ich hätte jetzt fast gesagt, das geht zu den blauen Bergen, aber das war die blaue Schärpe und die Berge waren rot, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So. Dazu gab es hier rechts doch, glaube ich, so einen Lift oder sowas, ne? Wimmelim. Haben wir hier einen Tod übersehen? Wir könnten ja jetzt eigentlich mal... Das Ding schlägt ja hier irgendwie zweimal aus. Aber hier nicht, oder? In dem Fragezeichenblock vielleicht? Moment, in der Zeit machen wir das Ding mal lieber aus, nicht dass wir noch die ganze Batterie verbrauchen. Hier ist der Lift, genau. Okay, von hier kommt man also nicht dahin. Ich wollte mich jetzt auch nicht ewig damit aufhalten, aber irgendwie will ich jetzt auch wissen, was Sache ist. Kommen wir vielleicht von da rum? Aha. Ein Tod ist das aber auch nicht. Also wie. Iha. Bei Exzellent muss ich immer an den Film Wayne's World denken. Exzellent. So, aber hier ist ja irgendwie nix. Achso, so. Ah.
Das war er dann wahrscheinlich. Die interessanteste Frage ist natürlich, bin ich der erste Tod, der in einen Fragezeichenblock gesteckt hat? Das könnte sogar bald sein, oder? Ah, ich habe mich sogar an dem Block oben vertan. Ja, gut. Kann ich ja als reinen Gewissens im Lift steigen. Ihr habt es geschafft. Endlich bin ich aus dieser misslichen Lage befreit. Möchtet ihr denn jetzt zur Herbsttür fahren? So lange ist es zwar noch nicht her, aber ich kann es kaum erwarten, wieder die Seilbahn zu fahren. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Genau, da wollen wir hin. Stimmt's, Mario? Es sieht nämlich ganz so aus, als würde die blaue Luftklange da oben hinführen. Hier wartet noch ein anderer Passagier, also entscheidet euch. Die Seilbahn nehmen? Yo. Hey, warum geht's nicht los? Alles in Ordnung da draußen? Alles in bester Ordnung. Die letzten Passagiere nehmen ihre Plätze ein und los geht's. Ab auf die Herbsthöhe. Wow, das ist ja mal super klasse. Wir sind ganz hoch oben, der Ausblick ist toll und die Berge sind so groß. Siehst du das, Mario? Berge hier, Berge da, überall sind Berge. Warum hat mir niemand gesagt, dass die Welt so wunderbar sein kann? Bist du zum ersten Mal auf Reisen? Oh, hast du geschlafen? Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufwecken. Das ist alles nur so aufregend. Mario hier und ich, wir haben ein Ziel, die große blaue Luftschlange folgen. Und was mit dir? Was bringt dich heute zur Seilbahn? Mich? Naja, ich bin Bob Bomb. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Du weißt schon, wenn man sein Gedächtnis verloren hat? Oder vielleicht nur verlegt? Jedenfalls genau das habe ich. Und jetzt bin ich ganz alleine auf Reisen gegangen, um mich an, nun ja, an alles zu erinnern. Mein Zuhause, der Sinn des Lebens, all sowas. Du hast dein Gedächtnis irgendwo verloren und jetzt hast du gar keine Erinnerung mehr? Ach du Ärmster. Ich habe eine ganz tolle Idee. Du könntest uns auf unserer Suche begleiten. Und wir helfen dir dabei, deine verlorene Erinnerung wiederzufinden und auf dem Weg dahin ganz viele neue zu erschaffen. Was meinst du, Mario? Wäre das nicht toll, wenn uns noch jemand begleiten würde? Was? Wirklich? Aber ich möchte euch beide auch nicht belästigen. Es ist ein freundliches Angebot, doch... Ich kenne noch nicht mal irgendwelche Tricks, ich wäre nur im Weg. Ich meine, ich ließe mich vielleicht dazu überreden, wenn ihr das wirklich wolltet, aber... Na gut, kein Problem. Das waren ein paar echt gute Argumente. Du solltest wohl wirklich besser allein reisen. Ich lass dich einfach mal in Ruhe. Eine gute Reise noch. So schön. Oh... Ja, also, das Angebot steht noch, dass ich, naja, euch begleiten könnte. Denn ich würde schon gern, also, euch begleiten auf eurer Suche. Du mit dem tollen Schnurrbart und dem großen M, dein Name ist Mario, oder? Das klingt so bekannt, bist du vielleicht ein weltbekannter Abenteurer? Also, darf ich mitkommen, meine ich? Bitte? Hurra! Oh, seht mal, der Gipfel von dem Berg da ist ganz rot. Das muss die Herbsthöhe sein. Hey, da hast du recht. Der Berg da sieht herbstlicher aus als ein ganzer Sack buntes Laub. Das muss es einfach sein. Dann werden wir wohl bald anhalten. Ich kann gar nicht erwarten. Ich kann es gar nicht erwarten, mir etwas die Beine zu vertreten. Ich glaube, ich habe Beine. Jetzt, da wir zusammen reisen, sollte ich mich wohl vorstellen. Mein Name ist Bob Omp. Ich verspreche auch dir nicht den Weg zu sein, Onkel M. Und dir natürlich auch nicht, Tantchen. Ich heiße Olivia, schön dich kennenzulernen. Oh wow. Juhu, da wären wir, die Herbsttür. Die Blätter sind so rot, dass sie förmlich strahlen. Wunderschön. Das hier ist der perfekte Ort für schöne neue Erinnerungen. Stimmt doch, Bobo? Einfach nur Bob-Om-Tantchen. Aber jetzt los, folgen wir der blauen Luftschlange. Willkommen auf der Herbsthöhe. Hier sind die Blätter sogar im Winter bunt.
Oh Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Sprich mich einfach an, wenn du mit der Seilbahn fahren möchtest. Uff, danke, dass du mich da rausgefloppt hast. Flop? Was? Du bist doch Mario. Ich meine, danke. Ich sitze schon seit Tagen auf diesem Berg fest und sehne mich nach dem offenen Meer. Ich bin nämlich der Skipper Toad. Dem Skippen tät mal wieder Not. Ich werde mich sofort zu meinem Schiff in Toadtown begeben. Sag doch mal Ahoi, wenn du in der Stadt bist. Oh, ein echter Skipper. Wäre es nicht herrlich, einmal über die blaue See zu schippern? Wenn wir das nächste Mal in Toadtown sind, sollten wir ihn unbedingt im Hafen besuchen. Hey, danke. Ah, da. Du hast mich gerettet. Ich finde die Ladezeit hier merkwürdig unnötig. Hey, das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr beide gesprochen habt. Die scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Bommi, sei vorsichtig, nicht fallen. Bitte nenn mich nicht Bommi. Ich heiße ganz einfach Bobom. Keine Sorge, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich werde mich nie wieder mit deinem Namen vertun, Bobby. Ist es wirklich in Ordnung, Bobby allein losziehen zu lassen? Naja, gut. Ich hätte zwar gern noch erstmal den Rest des Berges abgecheckt, aber... Du, Onkel M, sieh dir das mal an. Was? Eine Sackgasse? Wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe Sackgasse, Menno! Diese Felsen sind zu groß, um drüber zu springen, sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Wenn der Weg hier versperrt ist, können wir mal den Berg dort erkunden, oder? Sie. Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der uns auf unserer Reise begleiten will? Stachelkopf, hast du Lust, mit uns zusammen neue Erinnerungen zu sammeln? Bobby, stopp! Vorsicht, das sind Fallschergen und die sind ganz gefährlich. Der Kleine da? Echt? Naja, mit all den Stacheln sieht er schon ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich lieber von diesen Fallschergen fern. Bam. Na gut. Besser geht's wohl nicht irgendwie. Glaube, ich kümmere mich erstmal um die anderen Muchachos hier. Skadoosh. Ah, okay. K
kann ich nicht eigentlich. Mal gespannt, ob das jetzt den Flattermann da sofort umnietet. Yes! Okay, gut zu wissen. Wo kommt der denn her so schnell? Tada! So, schauen wir mal, ob der normale Hammer reicht. Ja, okay. Also wenn man alles richtig macht, dann schon. Das nenne ich mal viele. Tja. Ah, warte mal. So geht's. Bam! Das ist bestimmt da unten. Ah, okay. Ja, sowas. Hallo, ihr Fischis. Diese Backfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen den Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen die meisten Fische nicht Wasser? Und wie der Zufall so will, liege ich hier einen Riesenhaufen blauer Farbe rum. Zumindest leere Eimer. Da oben sind volle Eimer. Was denn, ein Boot hier oben? Ah, Bobby, du Ärmster. Ich bin keine Abenteuerexpertin, aber mit Booten kenne ich mich aus. Die schwimmen, weil das hier nur so rumsteht. Achso, die schwimmen, weil das hier nur so rumsteht, ist es also kein Boot. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeit zum logischen Denken verloren haben. Ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Und wenn es hier ein Boot gibt, dann muss das hier ein See sein. Und wenn das stimmt, dann ist der See ausgetrocknet. Wow, das ist ja mal unglaublich. Hier ist also ein See. Hey, warte mal. Ist das nicht gefährlich? Wir könnten nass werden. Schnell, wir müssen hier weg, bevor unsere Farben verlaufen. Der See sieht ausgetrocknet aus, also sollten wir hier sicher sein. Aber wenn es hier Wasser gäbe, könnten wir mit dem Boot fahren. Und dann könnten wir glatt über die Felsen in der Sackgasse hinwegfahren und der blauen Luftschlange folgen. Dann müssen wir also nur den See wieder fluten. Ich weiß echt nicht, wie ich da helfen könnte. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Bei den blauen Farbeimern wahrscheinlich, aber... Okay, hier komme ich nicht hoch. Alles klar, dann checke ich die Eimer ab. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusstour zu bewerben, aber dann ging das leider in die Dose. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen, man bekommt wohl Appetit, wenn man nur mit einem Ruder paddelt. Der Bootsführer präsentiert Flusstouren zum Relaxen. Tour beginnt gleich hier.
Rückseite des Schildes abgeklopft. Nix. Oh, Wahnsinn. Oh, wow. Tolle Aussicht, oder? Und seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht aus wie ein Tempel. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergament schon genau an so einem Ort wohnt. Da hast du wohl recht, Bobby. Das sieht wirklich wie so eine Art Tempel des Wassers aus. Von einem Tempel des Wassers fehlt nicht viel zum Wasserpergamenton. Aha! Der Tempel des Wasserpergamenton. Mario, wir haben es gefunden. Das muss das Zuhause des Wasserpergamentons sein. Des Gebietes über alles Fließende. Ah, ist dieses Wasserpergamenton also Experte für alles, worin man planschen kann? Dann sollten wir es besser schnell fragen, ob es den ausgetrockneten See wieder auffüllen kann. Spritzig und stilvoll, der Tempel des Wasserpergamenton. Oh. Sieh dir mal diesen Faltkreis an. Schreit er nicht förmlich Wasserpergamenton? Mit so einem Faltkreis können wir sicher etwas gegen die Trockenheit im See unternehmen. Wir sollten das Wasserpergamenton mal einen Besuch abstatten, Mario. Los, lass uns zu diesem Tempel gehen. Ah gut, das ist dasselbe wie vorhin. Ich hätte nur irgendwie erwartet, dass ich hier schon was machen kann, wenn er schon so leuchtet. Aber wohl nicht. Pittoreske Prärie, Puschelgras, Pampa. Ah, okay. Aber bevor ich hier lang gehe, checke ich erstmal noch diesen Affen da auf den Farbeimern. Ah, was für ein süßer kleiner Kerl. Hallo, Äffchen. Ich glaube, der ist etwas schüchtern. Das ist ja eine ganze Menge Konservendosen. In etwa ein ganzer Jahresvorrat. Mal sehen, da steht... Komisch, und die Buchstaben sind verkehrt herum und stehen auf dem Kopf? Oh Moment, wenn man die Dose umdreht, ergibt alles einen Sinn. Thunfisch also. Doch keine Farbe. Hier kommen wir wohl nicht weiter. So, hier aktivieren wir mal unseren Toad-Radar. Toll, so hohes Gras, so schön. Bobby, da drin können wir dich leicht aus den Augen verlieren. Also bleib in unserer Nähe und verlauf dich nicht, in Ordnung? Da unten ist ein Tod. Ah, okay. Endlich die Rettung. Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich als kleines Dankeschön. Oh, krass. Mehr Lebensenergie ist gut. Nehme ich... Aha! Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, da jemals wieder rauszukommen. Danke, danke, danke! So, warte mal. Hier muss ja irgendwo noch so ein Toad rumgeistern, oder nicht?
da. Hey, wie hast du mich denn gefunden? Kannst du etwa deine Gedanken lesen? Liest du sie gerade jetzt? Bitte aufhören. Tada! Oh, zum Glück, endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. Oh, schauen wir uns mal weiter um hier. Platz der Freundschaft. Für maximale Freundschaft bitte leere Dosen wieder mitnehmen. Ja gut, kann man ja mal eine Runde chillen. Ah, es geht doch nichts über eine kräftige Brise Bergluft. Obwohl sogar die Luft hier rot ist, so wie das Laub. Andererseits sieht sie ganz klar aus, aber man weiß ja nie. Ach, wenn ich an all die ganz Geheimnisse denke, die auf der Welt auf uns warten. Man explodiert ja fast vor Neugier. Kleiner Wasserpergament und Schrein. Alle Spenden willkommen, gerne vorher einreichen. Was für ein klitzekleines Häuschen, wie niedlich. Nehmen wir mit. Ich frage mich ja, ob hier noch mehr Tote irgendwie rumspuken, aber... Dem scheint nicht so zu sein. Ach so, hier wollte ich lang. Wir haben es durchs hohe Gras geschafft. Ich habe das Gras die ganze Zeit durch meine Taschen hindurch gespürt. Es hat so gekitzelt. Ich musste ständig lachen. Oh, seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasserpergamenton sind. Wir werden handumdrehen da sein. Nur noch ein kleines Stückchen. Kein Problem, oder Bobby? Ich wusste, dass das passiert. Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorgelaufen. Ach, irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Gut, mit Blick auf die Zeit soll uns das mal reichen. Ich hoffe, ihr hattet mal Spaß. Fun Fact am Schluss. Dieses eine Streichinstrument, was man jetzt gerade nicht hört, aber was man so typisch mit Asien verbindet. Ich hoffe, man hört es gleich nochmal. Das ist momentan sehr im Hintergrund. Das! Dieses Streichinstrument nennt man Erhu. E-R-H-U. Und ich finde es wunderschön. Sehr, sehr schönes Instrument irgendwie. Ich weiß nicht, das hat einfach was. Das ist super toll. Okay, soll aber auch reichen für Random Trivias. Haut rein, Leute. Man sieht sich im Forum. Bis zum nächsten Teil. Ciao.